Du möchtest deine Arme straffen, vor allem hinten, die Oberarmrückseite, auch Winkelarme genannt. Dann ist es natürlich ganz entscheidend, welche Übungen du einsetzt. Und ich möchte dir heute in diesem Video hier mal kurz vorstellen, welche Übung eigentlich sogar die beste Trizepsübung mit Kurzhanteln ist. Also wenn du beispielsweise zu Hause trainierst oder auch wenn du im Fitnessstudio trainierst und dort auch ein bisschen variieren willst, dann sollte diese Übung auf gar keinen Fall in deinem Plan fehlen. Ich stelle sie dir gleich vor, bis gleich nach dem Intro. So, hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder auf diesem Kanal. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir waren jetzt ein paar Wochen nicht hier bei YouTube aktiv und das hat auch seinen Grund, denn Figurtrainer hat einen neuen Mitgliederbereich. Schau einfach mal rein, wenn du Lust hast, unter figurtrainer.com diesmal, also figurtrainer.com. In der Beschreibung findest du auch nochmal einen Link. Und da hat sich jetzt einiges verändert und wir brauchten natürlich da jetzt ein bisschen Zeit für, um das auf den Weg zu bringen. Das ist jetzt möglich, das heißt, du kannst das neue Figurtrainer jetzt benutzen. Aber nur mal so als kleine Information, falls du diesen Kanal regelmäßig verfolgst und dich vielleicht gewundert hast, da war jetzt irgendwie gar nichts mehr in letzter Zeit. Kommen wir zum heutigen Video. Ich habe das ja schon kurz angekündigt. Es soll um eigentlich die beste Trizepsübung gehen, die man mit Kurzhanteln ausführen kann. Du weißt ja, wenn du mich kennst, ich setze vor allem auf Kraftsport und da speziell auf Hanteln, auf Hanteltraining, weil das eigentlich der wirksamste Weg ist, um wirklich diese Problemzonen, speziell auch die Oberarmrückseite, in den Griff zu bekommen. Und jetzt hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit Langhanteln trainieren, mit Kurzhanteln, mit Maschinen im Studio und so weiter. Allerdings geht nicht jeder in ein Fitnessstudio gern und legt sich vielleicht ein paar Kurzhanteln für zu Hause zu. Vielleicht gehörst du auch dazu. Und jetzt ist es natürlich wichtig, welche Übung wähle ich. Und da zeige ich dir heute, und zwar das enge Kurzhanteldrücken im Parallelgriff. Und diese Übung ähnelt dem engen Bankdrücken. Ich spiele dir die gleich auch nochmal ein hier mit einer Langhantel. Nur, dass er halt in dem Fall mit Kurzhanteln ausgeführt wird und mit einer etwas anderen Handposition. Ich möchte dir das einfach mal zeigen. Du brauchst eine Bank idealerweise. Wenn du das im Fitnessstudio machst, hast du natürlich eine Trainingsbank, eine Flachbank. Man macht das Ganze also auf einer flachen Bank, also keine Schrägbank oder sowas, sondern wirklich eine flache Bank. Keine Angst, wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst und nur beispielsweise Kurzhanteln hast, könntest du dir auch zwei leere Wasserkisten nehmen. Am besten diese etwas stabileren. Drehst die um, sodass der Boden in dem Fall oben ist. Natürlich alle Flaschen erstmal vorher raus. Und kannst dann entweder dir ein Brett da drauf legen oder du nimmst dir einfach eine Decke und stellst diese beiden Wasserkisten nebeneinander, vielleicht auch drei. Und dann hast du im Prinzip auch eine Art Bank, die auch sehr stabil ist. Wenn du ein Brett hast, was ungefähr so breit ist wie so eine Bank, könntest du auch einfach nur zwei Bücher nehmen, unten auf den Boden legen und das Brett auf die Bücher, sodass du, du fragst dich jetzt vielleicht, ja, ich könnte mich auch auf den Boden legen, das geht allerdings nicht, weil du bei dieser Übung nämlich unter diese Achse hier musst, ja, und das ginge nur auf dem Boden nicht. Also, idealerweise hast du eine Bank und jetzt brauchen wir natürlich zwei Kurzhanteln. Das sind Kurzhanteln, die gibt es jetzt natürlich in verschiedenen Varianten, die kann man auch als Schraubverschlüsse nehmen. Ich nehme mal hier diese Gusshanteln und ich möchte dir jetzt erst einmal diese Übung zeigen und dir dann vielleicht noch ein paar Details dazu verraten. Also, wichtig ist, dass du dich auf die Bank begibst. Wenn dein Rücken in Ordnung ist, du keine Rückenprobleme hast, dann lass die Füße ruhig unten, dann bist du wesentlich stabiler und leg dich hier drauf. Gucke, dass du jetzt die Handinnenflächen parallel zueinander hältst. Also nicht so drücken, wie bei dem Kurzhanteldrücken für die Brust, sondern da wir jetzt in den Trizeps rein wollen, musst du die parallel halten. Hältst die oben und führst jetzt die Arme nach unten, gehst zum unteren Teil der Brust und drückst die dann explosiv wieder nach oben. Also unteren Teil der Brust und im leichten Bogen zum Kopf wieder nach oben drücken. Beim Hochdrücken, bitte ausatmen, hier, ja, ich mache nochmal bewusst, beim Hochdrücken, ja, guck, dass du eine ideale Lösung findest. Achte darauf, dass du nicht unten nicht zu eng kommst. Also wenn du zum Beispiel so landest, ist das ungünstig. Ja, also dass du, sagen wir mal, hier seitlich am Körper landest
so dass du eine gute Führung der Arme hast und das Gewicht gut handeln kannst. Ja, und beim Hochdrücken ausatmen. So, ich lege die mal wieder ab. Und das ist also eine Grundübung. Ich habe dir das ja in einem der anderen Videos schon mal erklärt. Man unterscheidet zwischen Isolationsübungen. Beispielsweise, wenn man jetzt nur über ein Gelenk geht, nur über den Ellbogen beispielsweise. Also wenn ich eine Übung hätte, wo ich nur so mache, wäre das eine Isolationsübung. Hier sind aber mehrere Gelenke beteiligt, also der Ellbogen und die Schulter. Du siehst, hier ist viel mehr in Bewegung. Sogar die Brustmuskeln sind so ein bisschen beteiligt bei der Übung. Und das ist also eine Grundübung. Hier kannst du relativ schwere Gewichte verwenden. Immer in Bezug auf deine Person gemünzt. Und das ist also sehr wichtig. Und damit kann man also super seine Trizeps hier hinten entwickeln. Und das ist das enge Kurzhanteldrücken. Ich spiele dir die auch gleich nochmal ein. Wir haben ja auch bei Figurtrainer zahlreiche Übungen, die besten Übungen drin. Und da spiele ich dir das auch nochmal kurz ein. Hier siehst du jetzt gleich hier unten laufen. Und da kannst du auch nochmal sehen, wir haben also dort auch das Übungsvideo, das Übungsfoto und wie du auch die Hantel umsetzt. Vielleicht nochmal ein kurzer Tipp zum Umsetzen der Hantel. Wenn du also eine Bank hast, dann guck, dass du dich hier an den Rand setzt, dass du dann die Hanteln hier auf deinen Oberschenkel am besten bringst. Es geht ja immer darum, dass man auch die Hantel rückengerecht umsetzt, dass du dir nicht irgendwie dich am Rücken verletzt. So, und jetzt machst du im Prinzip so eine Art Schwung, gehst nach hinten und in dem gleichen Augenblick bringst du die nach oben. Ja? Wenn du fertig bist nachher, bringst du die in die Mitte, in die Körpermitte und crunch dich so ein Stück nach oben. Ja? Wenn du unbedingt die Beine auf die Bank drauflegen willst, was zum Beispiel so gleich, was so aussehen würde, weil du beispielsweise Rückenprobleme hast, das kann durchaus mal sinnvoll sein. Allerdings, kleiner Hinweis, wenn du die Beine hochnimmst, bist du natürlich nicht mehr so stabil. Wenn dein Rücken in Ordnung ist, lass die Beine unten. Wenn du Rückenprobleme hast, ist es beim Umsetzen genauso. Du legst die erstmal hier ab auf dem Oberschenkel und machst dann diese Bewegung und nimmst natürlich die Beine automatisch nach oben. Ich habe jetzt meinen Kopf ein bisschen zu weit hinten gehabt, hast du gesehen. Und daher ist es auch wichtig, dass du, bevor du dich umsetzt oder bevor du die Hanteln umsetzt, erstmal checkst, ob du tatsächlich hinten genügend Platz hast, weil es ist ärgerlich, wenn du jetzt die Hanteln hochwuchtest und merkst dann bei der Ausführung, oh, mein Kopf hängt hinten drüber, ja. Also teste einmal aus, hier würde es passen und hier ist meine optimale Sitzposition, ja. So, okay, also das wäre im Prinzip schon die Übung, die ich dir vorstellen wollte. Ich nenne die immer enges Kurzhanteldrücken parallel und die ist wirklich mega. Nimm die in dein Programm rein. Wenn du mehr zu meinem System oder zu Figurtraining erfahren möchtest, dann lade ich dich nach wie vor in mein kostenloses Webinar ein. Schau dir das mal an, nimm dir mal die Stunde Zeit und dir werden viele Augen geöffnet und du kannst dir in Zukunft viel Zeit und Energie und Geld sparen und vor allem, du kannst deine Ziele erreichen und nicht auf der Stelle treten und ständig irgendwas Neues beginnen, was letzten Endes nicht zum Ziel führt. Also melde dich in diesem Webinar an. Wenn du eine Frage zu dieser Übung hast, dann stell die am besten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem einen Daumen hoch. Ansonsten abonniere den Kanal. Und achso, übrigens, zum Webinar findest du auch hier unten einen Link. Klick da mal drauf und da hast du verschiedene Terminmöglichkeiten. Such dir einen Termin aus und dann sehen wir uns hoffentlich bald im Webinar. Bis dahin, dein Jörn Giersberg und jetzt auch wieder regelmäßig auf diesem Kanal.